Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von eurer Alpha-Wölfin. Heute geht es wieder um das Thema Bestrebungen. Und zwar geht es darum, 10 Unschuldige mit der Leidensklinge zu töten. Ja, das hier richtet sich besonders an die Anfänger unter euch, die vielleicht noch nicht mal wissen, was es mit der Leidensklinge auf sich hat. Hier links steht, den Umgang mit der Leidensklinge erlernt ihr im DLC Dark Brotherhood, also Dunkle Bruderschaft. Das ist dieses Gebiet, wo ich mich jetzt gerade befinde. Und zwar ist das an der Goldküste. Da stehe ich jetzt gerade hier in der Hauptstadt in Anvil. Da müsstet ihr dann vom Wegschrein von Anvil hier die Docks runterlaufen. Da findet ihr dann die Amelie Crow, hieß sie, glaube ich. Mit der müsstet ihr dann reden. Bis ihr die Quest erhaltet, dann müsst ihr einen Unschuldigen töten. Ich bevorzuge immer hier vorne in dem Bereich. Das wäre dann hier, da hinten die Anglerin, wenn sie denn da ist, weil die kann man eigentlich recht gut töten, ohne dass die Wachen auf einen aufmerksam werden. Habt ihr dies erledigt, lauft ihr wieder zurück Richtung Amelie Crow, die übrigens dann nicht mehr da ist. Aber etwa auf der gleichen Höhe läuft euch so ein Kerl entgegen, der sagt, wartet bitte. Und der ja, führt euch dann zur nächsten Quest. Ihr lauft dann hier runter bei dieser Quest, sprecht mit dem Herrn, der hier unten drin ist und erhaltet eine neue Quest und gleichzeitig die Leidensklinge. Die Quest müsst ihr nicht zwangsläufig machen, aber die Leidensklinge habt ihr durchgehend bei euch. Diese Leidensklinge erlaubt euch, Unschuldige zu töten. Indem ihr euch heranschleicht und X drückt. Da könnt ihr dann das Ganze auch nochmal stehlen. Und ich zeige euch das hier auch gerne. So habt ihr dann Unschuldige mit der Leidensklinge getötet. Ein sehr guter Ort dafür ist grundsätzlich hier unten der ganze Hafen von der Goldküste. Es kommt aber ein bisschen drauf an, weil das natürlich ein sehr beliebter Spot ist. Und da sind die Leute gerne schon mal ja, ermordet worden. Ihr könnt aber theoretisch auch die Klinge an jeder anderen Person anwenden, die ihr in Tamriel findet. Die muss allerdings gelb sein. Und beachtet bitte, die Wachen könnt ihr nicht mit der Leidensklinge ausschalten. Ein weiterer Tipp wäre noch der folgende Platz. Und zwar bin ich jetzt gerade in Schnittermark am Wegschrein von Weidenhain. Da müsst ihr dann hier oben so ein bisschen hochreiten. Ich zeige euch das mal eben. Reitet einfach hier hinten durch die zwei Felsen durch. Haltet euch immer ja, am Wegesrand entlang. Und ich schalte mal die Balken ein. Ja, man sieht es. Hier war auch schon jemand unterwegs. Hier sind ganz viele gelbfarbige Leute, sage ich mal. Und hier könnt ihr jeden umbringen, ohne dass überhaupt Wachen in der Nähe sind. Aber achtet natürlich auch hier ganz genau darauf, wer euch eventuell sehen könnte, weil ansonsten kassiert ihr Kopfgeld. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schaut euch auch meine weiteren Videos zum Thema Bestrebungen an. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen willst, kannst du mich natürlich auch gerne abonnieren.